herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Seit ganz langem endlich, also seit langem angekündigt und jetzt kommt endlich das Video. Und zwar, die aufmerksamen Zuschauer wissen das schon, das Brei-Koch-Video kommt heute. Und zwar haben wir dafür vier verschiedene Obst und Gemüsesorten. Ich wollte zusammenfassen, ich habe es aber nicht hingekriegt. Also wir haben jetzt die, sag ich mal, geläufigsten Brei oder womit man eben anfängt hier für euch. Und was ich noch sagen wollte, wir haben jetzt hier Kürbis. Den hat er bis jetzt aus dem Glas schon probiert. Dann haben wir noch eine Sorte Gemüse nicht heute hier. Das ist die Pastinake. Die isst er auch. Mischen wir auch mit allem, Süßkartoffeln und so weiter. Haben wir jetzt aber mal nicht da. Und bei Obst haben wir jetzt Apfel. Da haben wir aber auch schon Birne gekocht. Und Erdbeere habe ich auch schon probiert. Das schmeckt ihm. Und Banane ist da auch nicht als Brei. Ja, also Also als Stücken oder eben zerdrückt. Ihr seht jetzt eingeblendet so diese wichtigsten, sag ich mal, Materialien oder was man sonst noch so braucht, Gläser also und alles. Ein Brett, ein Messer und ein Schäler braucht, ist, denke ich, klar, das haben wir jetzt nicht mit eben abgelegt. Eben so Töpfe. Auch das noch. Und aber, Wasser. Also nee, Wasser haben wir, ja, Kochwasser. Babywasser, ja, wir kochen nicht Babywasser. Genau, und zwar, das wollte ich noch sagen, wir kochen mit normalem Wasser, weil dann wird ja alles abgekocht durchs Kochen. Echt? Aber wir gießen das Wasser dann danach ab und wenn wir später aus Konsistenzgründen nochmal Wasser hinzufügen müssen, was zum Beispiel beim Apfel nicht immer der Fall ist, bei Birne fast nie, bei Süßkartoffeln meistens, bei Möhre ist es unterschiedlich und Kürbis hat man noch nicht, auf jeden Fall fügen wir dann da Babywasser hinzu. Einfach weil wir ganz sicher gehen wollen, das Haus hier ist 50 Jahre alt, wir wissen nicht, von wann die Leitungen sind und das muss einfach nicht sein. Also das Babywasser ist auch nicht teuer und da weiß man, dass es in Ordnung ist. Ja. So, ich fange jetzt an mit Schneiden und Schälen. Die Äpfel werden nicht geschält, weil wir die halt mit Schale machen, aber der Rest wird logischerweise geschält. Ihr seht jetzt da im Hintergrund unsere Glassammlung. Wir frieren in Gläsern ein. Das funktioniert, wenn man die nicht zu voll macht, weil dann springt entweder der Deckel ab oder wenn der Deckel zu fest sitzt, platzt das Glas. Haben wir alles schon? Ja. Ihr seht hier in unscharf die abgegossenen Äpfel und ich wollte bloß sagen, von den Äpfeln habe ich das Wasser aufgehoben, weil das schmeckt nach was und das nehmen wir dann auch zum Pürieren, gießen wir dann das wieder ran, aber jetzt bei den Süßkartoffeln, wie gesagt, nehmen wir Babywasser und das Pürieren machen wir dann nachher in Ruhe, wenn jetzt alles gekocht hat. Das ist das Beikostöl, was wir verwenden und ich werde jetzt an die Menge an Gemüse 2,5 Teelöffel ranmachen. Das wird mit püriert, das ist, das ist gut, weil das ist Fett. So, das ist erstmal jetzt fertig pürierter Brei. Den stelle ich jetzt hier rüber. Der wird dann abgewogen in die Gläser. Das zeigen wir euch dann als nächstes. So, wir sind hier.
Und ihr seht hier unsere Gläsersammlung. Die sind auch alle schon mal beschriftet. Wir streichen durch und schreiben daneben, so wie hier. Sieht nicht so schön aus, ist aber auch egal. Edding hält auf jeden Fall das Gefrieren und geht im Geschirrspüler auf dem Glas außen ab. Hier stand mal was drauf, also man sieht so ein ganz kleines bisschen auf dem Deckel nicht mehr, ist aber nicht so schlimm. Ich wiege jetzt hier halbe Portion, eine halbe Portion Süßkartoffel ab, also das heißt 110 Gramm, und stelle es dann erstmal beiseite, und dann mache ich oben drauf noch die andere halbe Portion 110 Gramm Möhre. Die werden wir mischen, Kürbis machen wir so pur und Apfel sowieso pur. Gläser 100 Gramm Apfel ab. Auf jeden Fall ist eine Nachtischportion 50 Gramm, also sind das zweimal Nachtisch. Also wenn ich das hier auftaue, dann kann er da früh sein Nachtisch, nein nicht früh, sondern mittags und abends seinen Nachtisch kriegen, also halbe halbe. Oder man nimmt es für Abend an den Getreidebrei ran, da kommen nämlich 100 Gramm Obst ran und taut es dann dafür auf. Weil mir ist jetzt aufgefallen, hier passen ja auch 100 Gramm rein in das kleine Glas. Okay, das sind die drei übrig gebliebenen Gläser, also ist tatsächlich noch was da. Und hier drüben seht ihr den ganzen Brei. Ich würde das hier eben mal noch so anordnen, damit man sieht, was Möhre und Süßkartoffel ist, was Apfel ist und was Kürbis ist. Und dann wird es eingefroren. Ist der Apfelbrei, das sind jeweils 100 Gramm, bis auf hier, das ist der Rest. Dann hier Kürbis, das sind drei volle Portionen geworden, nichts übrig geblieben. Hier hinten Möhren und Süßkartoffel, hier ist eine halbe Portion und hier sind die allerletzten Reste. Wenn man das zusammen macht, dann hat man eine Dreiviertelportion. Aber mal gucken, wie wir das dann anstellen. Ja, auf jeden Fall kümmere ich mich jetzt um den Gefrierschrank und ich gucke mal, ob da überhaupt noch Brei drin ist. Vielleicht haben wir ja noch was. Auf jeden Fall wird es auch ein ganzes Fach einnehmen, denke ich mal, im Gefrierschrank. Jetzt hier rechts das Obst, hier hinten, das ist noch ein anderer Brei. Der hier war noch drin, links ist Gemüse, der war auch noch da, der war noch da. Also ich habe jetzt die alten Sachen vorne hingestellt, dass wir die zuerst aufbrauchen. Und so viel ist es gar nicht, ich hätte mit mehr gerechnet, also mit noch mehr Fülle des Faches. Aber auf jeden Fall ist das jetzt erstmal der Vorrat für die Woche, zumindest hier. Und hier ist es mehr als für eine Woche. So, dann. Also, wir sind jetzt auch fertig mit dem Video. Es war jetzt irgendwie, also ich fand, es war jetzt nicht ein krasserer Aufwand als sonst. Man muss halt immer mal gucken, dass alles richtig an der Kamera eingestellt ist. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn wir Brei kochen, machen wir auch immer gleich eine Riesenladung. Das ging ja auch relativ schnell. Ja, das stimmt, aber der Kleine schläft jetzt auch. Also, wir hatten jetzt alle Hände frei. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen inspiriert, ein paar Ideen gebracht, aber im Prinzip ist es ja auch nur, sag ich mal, das Grundlegende. So, dann hoffen wir, es hat euch gefallen zum dritten Mal. Und wir hoffen auch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Was das wird, wissen wir noch nicht und ihr auch nicht, weiß keiner. Lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Und ich sag mal von hier tschüss, ich hab nicht mehr unseren Kinderfilm an. Ja, wir hoffen, ihr habt das jetzt gehört. Ja. Ja? Tschüss.
hast du einen Schwanz? Ja. Ja. Ich dachte, die haben so kurze Stumme. Das sind Schweine. Ja, das ist die geringste Stufe, die aber auch trotzdem Kraft hat. Das klingt wie ein Vibrator.